Hallo, diesmal bittet die Röhrenpolizei um Ihre Mithilfe. Gesucht werden Informationen und technische Daten zur EF14 Salomon. Ich wiederhole, EF14S. Diese Röhre scheint nur als Prototyp zu existieren. Es gibt keine technischen Daten oder weitere Informationen. Auf der linken Seite sieht man eine normale EF14 in neuerer Produktion. Also mit dem etwas kleineren Kolben, während die beiden Röhren rechts sind die EF14S mit etwas größerem Kolben nach alter Produktion. Am Boden ist eine Tuschebezeichnung aufgeschrieben, die typisch ist für Telefunken-Prototypen. Ob es sich um einen Prototypen handelt, ist leider nicht bekannt. Auch der Telefunken-typische Produktionscode fehlt in dieser Röhre. Ein Beispiel wäre zum Beispiel dieser hier. Die Röhre hat als weitere Besonderheit die Pinbelegung der EF12. Ich versuche mal wieder fliegende Wechsel der Kamera. Das ist die Pinbelegung der EF. Das ist die EF12. Und das ist die Pinbelegung der EF14, der regulären EF14. Besagte EF14S hat die Pinbelegung der EF12. So. Wie es bei Fernsehköchen heißt, ich habe schon was vorbereitet. Da die Röhre, wie gesagt, als EF12 beschaltet wird, habe ich die Beschaltung manuell gemacht. Nach Datenblatt, Messkarte der EF12 ist die Röhre extrem schwach. Nach Spezifikation der EF14 hat sie allerdings dieselben technischen Daten wie die EF14. Nämlich aufheizen lassen. So, Heizspannung stimmt 6,3 Volt. Gitterspannung ist minus 4,5 Volt. Gitter 2 ist 200 Volt. Und Anode ist auf 250 Volt. Und die Röhre soll haben 12 mA und meine hat ungefähr 13. So, jetzt ist die Frage, ist dies eine EF14 im Sockel der EF12 oder war eine Prototypenserie mit einer anderen Konfiguration geplant? Zum Beispiel andere Mikrofonie-Eigenschaften oder HF-Eigenschaften. Wer kann gegebenenfalls dazu weitere Auskunft geben?